Also zum Beispiel, das Beste beim Singen ist eigentlich nicht unbedingt, was man singt, sondern einfach alleine die Worte zu singen. Also das ist eigentlich schon sehr, sehr schön. Oder etwas Sinnliches. Oder so wie ein gut, also es hat so einen guten Geschmack. Also ich brauche keine spezielle Atmosphäre. Ich bin auch nicht, also das muss man sich auch nicht so kompliziert vorstellen oder besonders, ich weiß nicht, besonders konzertant oder so. Das ist eigentlich sehr trivial. Es ist einfach, also ja, man macht das einfach so. Und es ist auch nicht immer, es gibt auch nicht eine Art, es ist immer verschieden. Also zum Beispiel jetzt seit ein paar Wochen schickt der Julian Sartorius, das ist mein Schlagzeuger, mir immer Beats, die er aufnimmt zu Hause. Und ich habe jetzt seit ein paar Wochen, mache ich jetzt alles ganz anders. Also ich nehme seine Beats und dann spiele ich Basslinien ein und dann singe ich die Stimme und dann mache ich erst alles, was in der Mitte ist. Also ich mache erst das und dann das und dann mache ich so. Und das ist zurzeit, mache ich das so. Aber das ist jetzt einfach wahrscheinlich, weil es neu ist. Und das klingt natürlich dann auch nicht, man kann nicht dieselben Lieder so schreiben. Manchmal muss man es auch so machen. Also ich finde jetzt nicht, dass es hier viel stiller ist als zum Beispiel bei einem Konzert. Bei unseren Konzerten ist es ja auch oft ganz still. Eigentlich finde ich, dass man hier das eigentlich sogar lernen kann, so etwas. Man muss das ja hören irgendwie, wie das klingt. Nichts oder so. Ja. Ja, man muss vielleicht einfach in der Lage sein, sich selbst irgendwie so ein bisschen aufzugeben. Weil es einfach sonst keinen Platz hat. Man muss ja einen Platz machen, in dem dann alle drin sind. Während dem Konzert müssen ja alle drinstehen. Die Leute, die zuhören und wir, die spielen. Und Platz kann man eigentlich nur haben, wenn man aus sich heraustritt, weil man ist ja eigentlich sehr beschränkt. Also jeder Mensch ist ja eigentlich
enorm beschränkt. Also ich zum Beispiel bin enorm beschränkt. Also ich kann mich ja nur, ich beziehe, also ich bin ja nur das. Also das Konzert findet ja nicht bei mir statt, sondern, und auch nicht bei den Leuten, sondern in der Mitte. Und deswegen kann ich nicht so viel, ich habe eigentlich nicht so viel, ich kann nur sehr bedingt bestimmen, was passiert. Also es ist schon so, dass ich auf die Bühne gehe und versuche, die Leute dazu zu zwingen, mir zuzuhören. Das ist etwas, das stelle ich mir einfach so vor. Ich kann jetzt nicht sagen, wo das genau dann passiert. Also man muss einfach in der Lage sein, dass die Vorstellungskraft, also dass das, was in der Vorstellung ist, die Realität ersetzt. Boom. Also ich schaue, also zum Beispiel, ich kann die Leute nicht anschauen oder so, aber ich höre sie eigentlich immer. Also zum Beispiel, ich höre wirklich alles an Konzerten. Ich höre also die Einstellung von den Kameras, die Linsen, die sich drehen, das hört man alles. Und ich höre auch die anderen auf der Bühne. Also wenn zum Beispiel Michael, der Posaunist, seine Dämpfer wechselt, das macht so ein Geräusch. Also das hört man ja alles. Und ja, das ist ein Risiko. Also ich weiß genau, wenn wir in eine Situation geraten würden, wo es zum Beispiel viel Lärm hätte, das würde alles, also das würde dann nicht funktionieren. Also gewisse Dinge funktionieren dann nicht. Ja, ich nehme das Publikum sehr wahr. Aber eben, ich kann es nicht anschauen. Und deswegen sieht es vielleicht manchmal so aus, als würde ich das gar nicht wahrnehmen. Aber das ist überhaupt nicht so. Also es ist eigentlich eher so, dass man es nicht vergessen kann. Nachher. Ja. You're not achievable, but you are.